Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit ein paar Neuigkeiten, bevor ich es rauspacke zur Rage Runde, Heat dran. Wir probieren nochmal unser Glück. Ich habe noch keinen Shiny. Mein Kleiner hat einen Shiny. Kann ich mir rübertauschen. Irgendwann jetzt Lucky. Passend dazu Lucky dann. Später reden wir noch darüber, das Lunar New Year Event. Video dazu seht ihr dann natürlich morgen. Erstmal die wichtigste Nachricht. Der Trick funktioniert nicht mehr mit den Krypto-Pokémon und dem wieder und wieder und wieder checken. Ob es ein Shiny wird oder ein 100er, nach jeder Stunde nochmal neu checken, geht anscheinend nicht mehr. Dementsprechend geht der Doppelfangtrick beim Krypto-Legendären auch nicht mehr. Weil den konnte man ja auch nur nach der Stunde machen. Das ist natürlich sehr schade, weil ich hatte mal vor noch, ich war einfach zu voll bisher. Natürlich ist jetzt dumm von mir und Chance verpasst, aber ich hatte vor, in der Früh irgendwann mal die ganzen Rocket Stops zu machen. Also Pässe zu kaufen, wie heißt das, Radar zu kaufen. Dann die ganzen Sierra und Arno und sowas zu machen. So wie ein Fischer in der Früh einfach die ganzen Fallen verteilen. Und dann jede Stunde mal checken. Und dann jede Stunde wieder checken und so weiter und so fort. In der Früh bis abends wirklich so 20, 30, 40 Radare zu aktivieren. Und eigentlich eine gute Chance zu haben dann, weil jeder Radar wird ja dann nochmal multipliziert mit, wenn man um 9 anfängt, sag ich mal, bis 22 Uhr. Also 20 mal 12 Chancen oder 30 mal 12 Chancen auf einen 100er oder Shiny, Abso und Kidrun. Hätte ich echt machen müssen. Ich war zu faul und jetzt habe ich die Chance leider verpasst. Dann nächste Neuigkeit. Alola Vulpix ist zurück. Der wird auf jeden Fall gejagt. Shiny-Problem wurde behoben. Der kann jetzt Shiny sein, was mich aber null gejuckt hat. Denn ich will nur ein 100er. Und es wurde reduziert auf nur noch 5 Eierbrüten, also genau wie Chanera, nicht mehr 7. 7 war echt hart. Aber 5 ist in Ordnung und ich werde den auf jeden Fall jagen. Immer 3 und dann brüten und dann brüten. Ich habe ja noch die ganzen Brutmaschinen von der Winterbox. Eigentlich warte ich auf ein Staub-Event, aber Alola Vulpix 100er hätte ich lieber als Sternstaub. Dann wurde auch noch das neue Event angekündigt. Mondneujahr, Lunar New Year Event. Wir waren gestern im Livestream, ich hätte nicht gedacht, dass da was angekündigt wird, obwohl gestern Abend das Mondneujahr angefangen hat. Aber das Event an sich fängt erst Freitag an. Ich muss sagen, ist gar nicht so schlecht. Erstens, erhöhte Spawns von Glutexo, Vulpix, Pagasect, Voltoball, Busana, Magma, Capador. Den gibt es natürlich auch Shiny, für alle, die immer noch Capador Shiny brauchen. Flamaga, Schneckmack. Der interessiert mich persönlich natürlich, weil da fehlt mir noch ein 100er. Und ja, einer von den letzten 3 oder 4 Pokémon von Gen 2, die mir noch fehlen. Maumpel, den gibt es natürlich auch Shiny, sehr interessant für alle. Clipskops, Zipurzel und der Pilz. Pilz 100 brauche ich natürlich auch noch, der ist neu. Also das sind die 2 interessanten für mich, Schneckmark und der Pilz. Und Maumpel Shiny natürlich zum Tauschen, dies, das. Lucky Shiny Maumpel, davon braucht man ja mehrere. In den 7 Kilometer Eiern gibt es dann ein neues Pokémon, Flampion. Passend zum Mondneujahrs-Event. Das Thema ist übrigens Rot und Glück. Mehr zum Thema Glück gleich noch. Nur in den 7ern. Die wollen natürlich, dass wir eine Menge brüten. Passend zur Alola Vulpix Quest werde ich auch eine Menge brüten. Also ist mir ganz recht. Aber ansonsten ist es natürlich schon bitter, 7er Eier brüten zu müssen, nur für den 9. Und den gibt es noch nicht mal in Shiny. Also noch müssen wir uns nicht mal abhetzen und da ganz viel brüten, weil irgendwann kommt der eh in Shiny. Dann kann man ganz viel brüten. Boni sind Sonderbonbons aus den Geschenken. Zu Sonderbonbons sagt man nie nein. Erhöhte Chancen auf Glücksfreunde. Zu Glücksfreunden sagt man nie nein. Vor allem ich, weil ihr wisst, Lucky Shiny Sammlung, das wird abgehen. Und erhöhte Chance auf Luckys einfach. Einfach so tauschen halt. Normal war die Chance ja 1 zu 5, also 20%, wenn ich mich richtig erinnere, wenn die nichts geändert haben. Und die soll jetzt erhöht sein. Perfekt, weil ich habe ein paar Sachen aufgehoben, die ich nicht unbedingt für einen Glückstausch aufheben will, aber auch nicht einfach so random tauschen will. Weil den Bonus gab es schon mal und ich habe jetzt ein paar Kaumana zum Beispiel auf dem Kleinen übergelassen oder Duodino und sowas. Und die werden jetzt dann während des Events getauscht. Letzte Neuigkeit. Quest Day ist zurück mit, wie heißt der Kerl? Pico Chilla und seiner Weiterentwicklung. Gibt es natürlich Shiny bei Quest Day und ist am 2. Februar, 14 bis 17 Uhr. Ich freue mich drauf. Quest Day ist sehr, sehr beliebt. Alle haben schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt der nächste Quest Day. Jetzt ist es endlich soweit und ich freue mich drauf. 100er muss auf jeden Fall kommen beim Quest Day. Und von dem brauche ich sogar auch nur einen. Nicht so wie bei Perlu. Checkt das Video von gestern ab, da habe ich beim 3. Versuch es endlich geschafft und beide Entwicklungen auf 100 bekommen. Jo, das war's von den Neuigkeiten. Sehr interessant. Sehr schade bezüglich dem Trick. Echt Faulheit von mir, dass ich das verpasst habe. Weil sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich ein 100er Kinwurf und Absol und wahrscheinlich auch Shiny. Hätte ich das echt mal durchgezogen. Wie gesagt, ich pack's jetzt raus zur Rage-Stunde. Euch viel Glück, viel Spaß bei der Rage-Stunde. Und euch viel Glück, viel Spaß beim Event. Das war's von mir. Wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.